Es ist mal wieder soweit. Cradle of Egypt, Leute. Geiler Background, um ehrlich zu sein. So. Let's go. Wir haben hier gleich Zeit. Freeze einmal bitte. Und neue Musik. Oder einfach nur abgewechselt wieder. Und ich weiß nicht mehr, dass wir die schon mal hatten. Wir haben jetzt Bierkrüge und wir haben jetzt Holz. Ja, Bierkrüge kennen wir ja schon, aber das Holz ist jetzt neu. So. Der Side Freeze ist weg. Heißt an sich, drum kümmern, dass ein neuer entsteht. Oder einfach schnell weiterspielen. Danke. Was auch immer, gucken wir uns gleich an, was wir bekommen haben. Vorhin haben wir einen Bauern bekommen. Den müsste ich mir dann auch nochmal angucken gleich. So. Oh, die Musik erinnert mich ganz bisschen an den, an das Menü von Witcher 3, dass die da singt. Also so ein bisschen. Jetzt gar nicht mehr. Jetzt hat das nichts mehr mit Witcher 3 zu tun. In keinem geringsten Falle. Ich hoffe, diese Serie führe ich weiter mit Witcher 3. Ich kann es aber nicht wissen, weil ich bin sehr weit in der Zukunft gerade. Sehr, sehr weit in der Zukunft. Wahrscheinlich bin ich schon im neuen Jahr. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das bin oder nicht. Wir haben jetzt gerade den 19.11.2016. Also, falls es das neue Jahr ist, herzlichen Glückwunsch nicht, sondern frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt schon im Zeitsprung bin. Oh. Ich bin wie Doctor Who, ich bin überall in Zeit und Raum. So. Und Zeit freezen, bitte. Mhm. Dieses Zeitfreeze ist schon ziemlich nice, weil es einfach Zeit spart. Ich habe zwar das Gefühl, dass die Zeit dadurch auch ein bisschen schneller vergeht, aber ja, das war doof. Und jetzt nicht mehr, weil es egal ist. So. Das hätten wir dann schon mal. Die Zeit ist wieder entfreezed. Komm schon, da müssen noch Bierkrüge kommen. Lass mich nicht im Stich hier, Bierkrüge. Zeit frieren. So. Das Holz muss mich jetzt nicht im Stich lassen. Komm schon, Holz, hilf mir. Hilf mir, Entschuldigung. Versprochen. Und die Zeit geht weiter. Oh, das ist ätzend. Und es ist wieder entfreezed. Keine Ahnung, wie lange das... was war das denn? Wie lange das hält? Also dieses Freeze, das könnt ihr mal gucken, irgendwie, die Sekunden zählen. Das würde mich, um ehrlich zu sein, sehr interessieren. So. Das hätten wir dann auch und dann fehlt nur noch die Ecke da. Oh, schnell noch mal ein paar von den Dingern sammeln hier. Ich sehe nichts mehr. Ja komm, den müssen wir jetzt nicht mehr freezen. Wir schaffen das auch so, sagte er. Nein, komm. Das gibt uns Zeit.
um mir ein bisschen, was weiß ich, reinzubringen. Weil ich sehe einfach gar nichts und das ist, glaube ich, einfach gerade voll doof. Hier. Danke. Perfekt. Jetzt haben wir zwar den Freeze nicht voll, aber das ist relativ irrelevant. Dafür haben wir Zeit gespart. Zwar haben wir die Bestzeit von Karuan nicht überschritten, wie sonst auch immer. Also, nicht überschritten, wie immer. Also, okay. Nächstes Level spielen. Ich mag den Hintergrund, um ehrlich zu sein. Der ist schön. So. Was haben wir als Ding? Als Ahnenfass, okay. Das war doof. Das hat gar nichts gebracht. So. Was war das? Nahrung, glaube ich, oder? Ich habe nicht hingeguckt. Ich habe nur gesehen, dass die Kiste sich aufgelöst hat. So. Ich habe schon nach der nächsten Lösung gesucht. Das ist doof. Ich mag das nicht. So. Ich bin in Gedanken, es tut mir leid. Ich habe das gerade selbst erst bemerkt, jetzt erst selbst bemerkt. So, hoffe, das hat jetzt nicht gestört. Gut. Finde ich gut, dass man auch Doppelklick machen kann und es nicht verschieben muss. So, weil wenn es in einer perfekten Stelle liegt, um zu implodieren, oder explodieren, besser gesagt, dann ist das gut. So. Oh, das habe ich da.
Die Bierkrüge helfen echt, oder? Kann das sein? Und die Musik läuft. Bedeutet, wir sind über die Mitte wahrscheinlich derzeit, ja. So. Was fehlt? Jetzt für einen werde ich das nicht bringen. Fertig. Perfekto. Wieder nur so 4 Minuten, glaube ich. Oder 5 höchstens. Werden wir jetzt sehen. 4 Minuten. 5 Minuten 5. Nyla hat natürlich die bessere Zeit gemacht. Wir hatten noch 2 Minuten 55 Sekunden Zeit gehabt. Also genau noch 3 Minuten ungefähr. So. Dann spielen wir mal noch eins. Was haben wir als Teil? Wir haben diesen Typen, der alles kaputt macht. Dann nehmen wir doch mal einfach die Reihe. Perfekt. So, als nächstes nehmen wir die Reihe dann. Dann, wenn wir das bis dahin nicht schon wieder aufgelöst haben. Ich sehe nichts. Mist. Also schon. nur halt nicht an den richtigen Stellen. So. Ups. So. Okay. Das ist gut, das hat jetzt geholfen. Das war's aber schon. Nee, das muss doch hier besser gehen. Die schwierigen Stellen kriege ich hin, die leichten kriege ich nicht hin. Das ist nur etwas merkwürdig. Die Reihe wäre am Ende übrig geblieben, glaube ich. Und wir hätten sie nicht auflösen können. So. Ups. Haben wir die Ecke hier gleich weg und die beiden Teile, die hier gestört haben. Ich versuche das mal kurz, die nochmal schnell aufzufüllen, bevor wir die hier entfernen.
Jetzt. So. Shit, jetzt sehe ich nichts mehr. Und jetzt habe ich hier alle Sachen verbraucht. Habe ich da gerade wirklich einen gemacht? Fertig. Perfekto. Dum, 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 dum. Jetzt wäre natürlich schön, wenn wir noch den letzten Plan kaufen könnten, direkt. Zeitbonus, hier habe ich verstanden. 999 von Nyla hat natürlich das Bessere gemacht. Nee, da fehlt uns ein bisschen Gold und zwar genau 10.000. Und diese 10.000 holen wir uns in der nächsten Folge Cradle of Egypt. Das war es dann auch von mir heute. Macht die Aufnahmesession irgendwann weiter. Folgt mal ein bisschen, da unten in der Videobeschreibung sind ziemlich coole Links, Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Checkt das mal ab, Twitch auch und so, auch wenn ich jetzt im Moment nicht streame. Wir sehen uns in irgendeinem anderen Video, vergesst nicht zu abonnieren und liken, wenn euch das Video gefallen hat. Ciao Leute, haut rein!